Hallo Kinder! Hallo Rebecca! Hallo Lisa! Hallo Kinder! Hallo! Ich bin Lisa und ich treffe mich heute wieder mit Rebecca von Aqua und Soul und wir bereiten uns an Land auf meinen Schwimmkurs vor. Und heute fangen wir mit was an? Heute fangen wir mit Entenfüßen an, Lisa. Mhm. Die Entenfüße sind ganz wichtig, damit wir danach die Froschbeine üben können fürs Schwimmen im Wasser. Mhm. Aha. Und wie gehen die Entenfüße? Dann üben wir jetzt nochmal die Entenfüße. Mhm. Also erst Ente und dann Frosch, ja? Richtig, erst Ente, dann Frosch. Und was machen die beide, Lisa? Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Also dann üben wir jetzt nochmal die Entenfüße. Okay, auf los geht's los. Einmal die Füße auseinanderklappen. Auseinander. Und dann watscheln wir los. Und vielleicht mal rückwärts watscheln. Rückwärts. Die Fersen berühren sich immer mal wieder. Die sind ganz eng beieinander. Die Zehenspitzen nach außen drehen. Und Kinder, jetzt könnt ihr mal versuchen, auf die Zehenspitzen nach oben. Kurzes Gleichgewicht halten und wieder runter. Ist das wackelig? Oh, das kann schon wackelig werden. Genau, Lisa, da muss man das Gleichgewicht halten. Mal den Bauch nochmal fest anspannen. Mhm. Und dann waschen wir weiter. Wasche, wasche, wasche. Und nochmal rückwärts. Rückwärts auch? Sag mal, Rebecca, was ist denn eigentlich hier in der Kiste? Lisa, heute habe ich... Kuscheltiere mitgebracht, genau. Oh, sind die schön. Und das deine? Die habe ich mir ausgeliehen von Lilly und Ben. Ah, okay. Die lernen wir nachher auch noch kennen, die zwei. Und was machen wir jetzt? Jetzt lassen wir erstmal, Lisa, die Kinder auch mal ein paar von euren Lieblingskuscheltieren holen. Und dann braucht ihr noch eine Kiste. Jetzt saust ihr mal los. Könnt ihr auf Pause drücken und dann sehen wir uns gleich wieder. Mit ganz vielen Kuscheltieren und einer Kiste. Genau, Lisa, sehr gut. Bis gleich. So. Jetzt machen wir mit unseren Entenfüßen weiter. Und jetzt wollen wir nämlich nochmal unsere Zehen und unsere Füße ganz gut aufwärmen, dass wir richtig merken, was wir mit den Füßen alles machen können und wie wir die bewegen können. Und dazu brauchen wir die Kuscheltiere? Dazu brauchen wir die Kuscheltiere, weil ich werde jetzt versuchen, mit meinen Zehen und meinen Füßen die Kuscheltiere aus der Kiste zu holen. Mhm, okay, dann versuch mal. Und? Oh, da müssen wir auf einem Bein stehen. Wackelig. Wackelig. Und feste greifen. Ja. Und schnupp. Super, geschafft. Und es ist gar nicht so einfach. Manche Kuscheltiere kann man leichter erwischen und bei den anderen ist es schon ein bisschen schwerer. Mal mit der anderen Seite, mit dem anderen Fuß. Oh, da kommt ein Hase. Und nochmal mit den Zehen. Nochmal. Richtig und fest in die Kuscheltiere reingreifen. Schnapp und plopp. Sehr gut. Und noch ein mit dem anderen Fuß. Nochmal ein letztes Kuscheltier. Schauen wir, was haben wir hier? Oh, eine Puppe. Sehr gut. Und was machen wir jetzt? Sind deine Füße schon schön warm? Lisa, die sind schon ziemlich warm, aber jetzt wärmen wir die noch ein bisschen mehr auf, machen nochmal unsere Entenfüße und dann schauen wir weiter. Okay, also wie wärmst du die nochmal auf? Also Kinder, ihr setzt euch mal auf den Popo, Beine strecken. Okay. Und die Füße nach vorne strecken und dann Zehenspitzen zur Nase ziehen, Entenfüße aufklappen und einen Kreis schnapp. Okay, ranziehen. Öffnen, Entenfüße, zusammen und schnapp. Ranziehen, aufmachen, Entenfüße und kreisen, schnapp. Und nochmal hoch. Entenfüße, zusammen, schnapp. Und dann schaut ihr Kinder, dass eure Fersen aneinander bleiben. Da macht ihr ganz schöne Entenfüße. Super. So, oh. Und die letzten zwei Mal. Sehr gut, nochmal. Oh, und jetzt bin ich ganz warm. Jetzt ist alles warm. Und sag mal, was machen wir jetzt mit den ganzen Kuscheltieren? So, Lisa, schau mal.
Kinder, ich habe meine Hände schon hier hinten auf der Matte. Und jetzt versuche ich mit meinen Füßen unsere Kuscheltiere wieder in die Kiste zu werfen. Wow! Oh, jetzt schnappe ich mir die große Puppe. Wie ein Bagger. Hoch und schnapp. Pack rein. Und der Hase mal mit gestreckten Beinen. Das ist noch um einiges schwerer. Und da brauchen wir unsere Bauchmuskeln. Die brauchen wir auch fürs Schwimmen, dass wir ganz schön im Wasser liegen. Und plopp. Und rein wieder zurück. Oh. Dann schnappe ich mir hier vorne noch ein. Und stopp. Und wenn das Ganze für euch noch viel zu einfach ist, dann dürft ihr auch mal eine Hand vom Boden nehmen und mit einer Hand versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Und vielleicht mit beiden. So, einmal hoch die Puppe und plopp. Ab die Marsch. Und nochmal ein bisschen die Hände runter und ausruhen. Dann müssen wir uns den da vorne schnappen. Hoch und der Bagger. Und hier hast du nochmal die Puppe. Und noch einmal. Und schau mal, ihr könnt mal die Puppe strecken und zu euch ranziehen. Und strecken und ranziehen. Und strecken und ab in die Kiste. Und der letzte. Der letzte. Und hoch. Und blum. Angebaggert. Super, sehr gut. Und was machen wir jetzt weiter? Jetzt geht's gleich weiter, Kinder. Jetzt dürft ihr euch mal ein bisschen ausruhen, holt euch was zu trinken und dann besorgt ihr euch noch einen Stuhl und dann treffen wir uns gleich wieder. Bis gleich mit Stuhl. So, prima. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt alle einen Stuhl besorgt. Und jetzt dürft ihr euch mal auf den Stuhl draufsetzen und mal die Fußbeine mit euren Füßen umklammern. Zeigt das mal, Rebecca, umklammer mal einfach die. So, das ist unsere Endposition, ja? So, du habt ihr nämlich genau schön die Füße auseinander. Und wie geht dann die ganze Bewegung? Einmal nach vorne schwingen und rum um die Fußbeine und die Zehen nach oben zur Nase. Und da haben wir wieder unsere Entenfüße, Lisa. Und wieder nach vorne und schnapp. Nach vorne und schnapp. Zehenspitzen hochziehen. Noch ein paar Mal. Nach vorne und schnapp. Prima. Ist das anstrengend? Ach, Lisa, das geht eigentlich. Das ist gar nicht so anstrengend, aber es ist eine ganz tolle Übung für die Froschbeine. Sehr gut. Also dann noch dreimal. Einmal nach vorne und umklammern. Zehenspitzen hoch zur Nase. Nach vorne und umklammern. Und ein letztes Mal. Nach vorne und klammern. Prima. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir keinen Stuhl mehr. Und ihr zu Hause dürft euch mal einen Ort suchen an einer Tür oder an einer Wand. Ja, wenn ihr einen Laptop habt, dann nehmt ihn einfach mit. Oder ihr drückt kurz auf Pause und sucht euch einen Ort. Und weil wir hier keine Tür haben und das mit der Kamera nicht geht, deswegen haben wir ein Schwimmbrett. Und Rebecca stellt sich jetzt vor das Schwimmbrett ganz nah. Und was machen wir jetzt? Jetzt üben wir nochmal die Froschbeine, eine Vorübung für die Froschbeine an der Wand, bei euch oder an der Tür und bei mir an diesem Brett. Die Ferse hoch zum Popo. Hoch. Entenfüße. Und einen Kreis und schließen. Schnapp. Und hoch mit der Ferse, Entenfüße und schnapp. Und falls ihr mal mit dem Knie anstoßen wolltet, dann nehmt die Fersen höher. Genau, dann kommen nämlich automatisch die Knie wieder nach vorne zu euch ran. Und nochmal. Fersen sehr schön hoch, genau, und dann wieder kreisen. Und Rebecca, genau, dreh dich doch mal um, dann können wir das noch mal besser sehen, wie das mit den Entenfüßen klappt. Ferse, Entenfüße, schnapp. Und nochmal, Ferse ranziehen, Entenfüße, schnapp. Und jetzt beide Füße.
Scherz. Nein, im Stehen geht natürlich nur ein Fuß, aber im Schwimmen später könnt ihr dann beide benutzen. Und das sind schon ganz unsere schönen Froschbeinbeine. Genau. Wir können sie jetzt stehend nur mit einem Fuß machen. Und nochmal. Fersen ranziehen, Entenfuß und runter. Noch einmal. Fersen ranziehen, Entenfuß und runter. Und noch ein letztes Mal. Ferse ran, Enten ganz langsam, ganz langsam. Ah, Lisa, mein Zeh. Oh, ach, meine Schwimmbrille. So, prima. Lisa. Puh. Und jetzt legen wir uns auf den Bauch. Hm? Rebecca legt sich auf den Bauch. Und jetzt machen wir nochmal die schönen Froschbeine im Liegen. Füße anziehen, Entenfüße und schnapp zusammen. Füße ranziehen, Entenfüße und schnapp zusammen. Super! Könnt ihr es auch zu Hause? Das klappt hervorragend. Sehr gut, wir haben heute so viel geübt, dass es jetzt schon super klappt. Also nochmal die Fersen ranziehen, Entenfüße und kreisen. Und wisst ihr was? Wir haben heute noch ein paar Gäste im Studio, nämlich Lilly und Ben, die beiden Kinder, von denen wir die Kuscheltiere ausgeliehen haben. Und die zeigen uns das jetzt nochmal ganz, ganz genau und ganz deutlich. Und da können auch eure Eltern zugucken und schauen, wie sie das mit euch zu Hause üben können. Bis gleich! Und mit Lilly und Ben üben wir jetzt nochmal die Froschbeine auf dem Boden im Liegen. Mit der Lilly fangen wir an. Die Lilly zieht ihre Fersen hoch zum Popo. Wow. Und genau, die Entenfüße, die Hände auf die Ferse und Druck nach unten. Und nochmal, die Fersen zum Popo, Entenfüße. Super, Lilly. Flache Hand auf die Fersen und drücken. Super. Und nochmal hoch mit den Fersen. Wow. Und wegdrücken. Oh, sehr gut, Lilly. Und ein letztes Mal die Fersen zum Popo, Entenfüße und mich wegdrücken. Prima, Lilly, super. Und jetzt kommt Ben. Und jetzt kommt der Ben mit den blauen Socken. Also Ben, Fersen zum Popo und die Entenfüße und du drückst mich weg. Und auf dem Boden bleiben und nochmal hoch. Prima machst du das. Entenfüße und wegdrücken. Ja, bleib und liegen. Oh, und noch einmal Fersen hoch, Ben, und mich wegdrücken. Sehr gut, Ben. Super. Das habt ihr fabelhaft gemacht, ihr zwei. Vielen Dank. Und wisst ihr was? Jetzt dürft ihr mich kitzeln. Ah. Das gibt's nicht mehr. Ich beiße in die Nase. Okay, den Fuß. Danke schön.